Wir bearbeiten ja auch sehr stark dort das Thema Ausrüstungen, was brauche ich, was ist gut, ja. Auf was muss man achten. Auch das ist halt eine Erfahrung, die man erstmal machen muss. Ne? Bestes Beispiel war, ich hatte aus dem Sportschießenbereich noch eine Großkaliberbüchse in 308, das war aber mehr ein Scharfschützengewehr damals, ne? Das war eine Remington Police, die hatte einen 26 Zoll Lauf, also einen riesen Lauf, und dann hatte ich auch ein sportliches Glas drauf. Und damals nicht viel Geld, wollte aber trotzdem jagen gehen, wollte jetzt nicht unbedingt noch ein neues Gewehr, eine neue Optik kaufen, dachte, versuch's mal erst mit dem. Saß ich dann in der Kanzel, natürlich Fenster so klein und es war dunkel, und dann musste ich versuchen, das Riesengewehr da aus der Öffnung rauszubuxieren. Das sind halt so Erfahrungen, die kann man einem Jungjäger, wenn er sich vorab ein bisschen mit uns informiert, dann ersparen, und das sorgt natürlich